Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play My Summer Car. Heute geht es weiter, wir bestellen Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall nicht den großen Spoiler, wir brauchen nicht so viel Abtrieb, wir brauchen einfach einen kleinen Spoiler. Wir brauchen das Windschot, damit der Wind ordentlich runtergeht. Wir brauchen das Bodykit, denke ich mal. Nicht unbedingt, aber wir kaufen es einfach mal. Dann brauchen wir separate Felgen. Für die Rallye, dazu nehmen wir mal die teuersten. Ich denke mal, dass die teuersten Felgen auch die leichtesten sind. Hierfür gibt es keinen Rabatt für diese wunderschönen Felgen. Das ist ja unfassbar. Die nehmen wir raus, die nehmen wir rein. Da gibt es keinen Rabatt drauf, warum auch immer. Dann nehmen wir die auch. Tönungsfolie brauchen wir nicht. Hiervon brauchen wir rein überhaupt gar nichts. Das brauchen wir nicht. Ja, den Drehzahlmesser benötige ich dann doch. Hätte ich nicht gedacht, aber anscheinend brauchen wir dann doch. Radio möchte ich eh nicht haben, von daher brauche ich das auch nicht. Für das Mischverhältnis einzustellen, dieses wunderschöne Gerät nehmen wir mal mit. Den neuen Auspuff. Das Auspuffrohr. Neue Kupplung, neue Anschlüsse zum Auspuff, also Abgas, alles Mögliche. Das ist der normale Doppelvergaser. Es gibt aber hier noch einen Vierfachvergaser. Die bessere Kühlung brauchen wir. Das Rennlenkrad, Rennsitze, Renngurte, Rennfederung. Die Antennen weiß ich nicht. Die Leuchten. Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch... Ist das ein anderer Auspuff? Ja, tatsächlich. Cool. Aber der sieht Doppelauspuff. Das ist eine Blende, glaube ich. Kann man... Ja, das wird eine Blende sein. Hier vorne ist die Halterung. Finde ich cool. Okay, dann haben wir alles. Na komm, nehmen wir noch die Antennen mit. Und auf geht die wilde Fahrt. Ich bin gespannt. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht, Leute. Dass der Brief nicht verschwindet. Dieser Brief ist ein Mysterium für sich. Ich sag's euch. Halt, wir könnten den auch eigentlich im Vorderraum liegen lassen, oder? Hier, genau neben uns. Ich meine, dann sehen wir zumindest, wenn er eine Fliege macht, dann kriegen wir es wenigstens mit. Sonst eben auch nicht, ne? Also, das ist ja die Problematik. Man kriegt es nicht mit. Oh, weia. Das ist nicht gut. Eieiei, Leute, ich sag's euch. Unser Tank geht leer. Okay. Na komm schon. Ich wollte gerade sagen, jetzt bloß keinen Blödsinn machen und das Tankvolumen noch ein bisschen ausreizen, sondern direkt zur Tanke fahren. Und natürlich so spritsparend, wie es nur geht. Vierter Gang, ganz gemütlich. Über den Feldweg werden wir fahren. Die ganze Zeit über den Feldweg werden wir fahren. Auf die Hoffnung, dass der Tank reicht und wir in der Stadt ankommen. Wenn der Hiopa jetzt aber in der Stadt zu hat, sind wir geliefert. Wie viel Uhr haben wir? 10 vor 6. Wann macht der zu? Um 7? Dann wird es schon knapp. Ja, wir hoffen einfach, Leute. Das klappt schon. So viel Sprit verbrauchen wir, glaube ich, gar nicht bis da. Mein Gott, immer diese kritischen Dinge. Ich muss zwischendurch nach diesem verdammten Brief auch noch schauen. Nicht, dass der weg ist. Ihr wisst es, letzte Folge, ne, vorletzte Folge, weg war er. War der Brief weg? Ich bin darüber so sauer, weil diesen ganzen Weg sind wir gefahren. Wir haben Sprit verbraucht, alles. Was haben wir dafür bekommen? Nix. Ja, nix. Achso, es hatte im Livestream einer gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte,
wie man das Fahrzeug, also My Summer Car, mit dem Editor zusammensetzt. Das kann ich sehr gerne mal machen. Das habe ich einmal probiert, das hat auch gut funktioniert, aber ich bin ehrlich, Spaß macht es dann eben keinen, ne? Aber ich kann euch das gerne mal zeigen. So, wir werden hier gemütlich mit 60 km/h rumtuckern. Ohne besonderes Risiko einzugehen, ohne den Brief zu gefährden und ohne unser Tankvolumen in irgendeiner Art und Weise zu stressen. Ja, Thema Tank, Thema Benzin, Thema Diesel. Ich möchte gerne ein Thema anhauen, was mich persönlich belastet. Und zwar die hervorgeführte Explosion der Benzinpreise. Beziehungsweise, es ist ja noch nicht so weit, es wird darüber debattiert, es wird darüber diskutiert, ob das nicht eine gute Idee wäre, den Dieselpreis um 79 Cent zu erhöhen und den Benzinpreis um 49 Cent zu erhöhen. Erstens würde es nichts bringen. Die Leute würden weiterhin ihren Benzin kaufen an den Tagen, wo er dann am günstigsten ist. Wo wir den Mustang damals bekommen haben, haben wir für 1,54 Euro Sprit getankt. Das sind knapp 20 Cent schon mehr. Die 20 Cent nochmal obendrauf werden wir überleben. Also wisst ihr, das wird den Markt an Benzinern und Dieselfahrzeugen nicht schwächen. Das Einzige, was passieren wird, es werden sich viele Dieselleute aufregen. Und nicht nur aufregen, ich denke sogar auf teilweise auf Barrikaden gehen tatsächlich. Weil man kauft sich ein Dieselfahrzeug, um einfach auf längeren Strecken zu sparen. Und dann ist das eben nicht mehr der Fall. Ach du Scheiße, der Typ hier wieder. Der macht alles kaputt. Ich wollte nicht von der Straße abkommen. Und gefährden, dass mein Brief verschwindet. Aber nein, unser blöder Cousin muss, ich glaube, das war unser Cousin, ne, wenn ich mich nicht irre, muss wieder diesen Straßenweg nehmen. Übrigens sind wir schon fast eine ganze halbe Stunde unterwegs. Das gibt's doch gar nicht. Für die paar Meter eine halbe Stunde gebraucht. Unfassbar. Ja, My Summer Car ist übrigens das dritte Projekt zu den aktuell laufenden Projekten. Ich hoffe, dass sie alle laufen und alle pünktlich kommen. 16 Uhr kommt ja für euch der Biker Simulator, der Mechanics Simulator. Da schrauben wir fleißig die Bikes auseinander und schrauben sie wieder zusammen, testen sie. Und um 19 Uhr kommt aktuell immer der, ne, 18 Uhr der Lumberjack, der Holzfäller Simulator. 20 Uhr schmeiße ich euch mal Summer Car um die Ohren. Und ETS kommt irgendwann demnächst um 14 Uhr mittags. Sie hörten den Werbespot von Rubifan. Herrlich. Ah, mit dem Tank müssten wir hinkommen. Der Brief, der richtet sich schon auf. Den habe ich gleich auf der Schulter liegen. Und dann macht er so schwupps und aus der Fenster raus. Ich wollte nämlich gerade über... Ich war am Überlegen, kann man hier nicht die Fenster aufmachen für ein bisschen Frischluft? Ich habe nämlich gerade gepupst, wisst ihr? Und dann habe ich mir gedacht so, nö. In dem Moment fällt der Brief bestimmt aus dem Fenster. Ich weiß nicht, wie er es schaffen würde. Ach du Scheiße. Aber er würde es irgendwie schaffen. Übrigens sind die Federn von diesem Van 1A. Mein Gott, ich rede so viel. Es tut mir leid. Kurz vorspulen so. Das Gute ist, hier fährt keine Sau. Das heißt, wir kommen hier gut voran. Ja, ist ja gut, schrei doch nicht so, Mensch. Das sieht aus, als ob wir den Brief mit angeschnallt hätten. Am liebsten hätte ich das getan. Gut, alles ist in Ordnung, Brief ist da. Wir sind gleich angekommen. Der Sprit hat gereicht. Ich denke aber auch nur, weil wir den Feldweg mit 60 km/h gefahren sind. Da das uns so viele Nerven gekostet hat, sind wir durstig ohne Ende. Also nicht durstig, sondern durstig. Wir halten es also noch ein paar Stunden ohne Wasser aus. Aber der ist so schön gefedert. Unfassbar. Ja, eben auf der Straße übrigens eine Bekanntschaft mit einem AMG-Fahrer gehabt. Einem... Ich kann euch leider nicht sagen, welches AMG-Modell das war.
Ich kenne mich da wenig aus. Es war auf jeden Fall eine Limousine, Biturbo, V8, an die 600 PS. War ganz lustig. Und er war erstaunt, wie viel so ein 1,9-Tonnen-Bomber mit 420 PS doch leisten kann. War ganz lustig. Also die Bekanntschaft war lustig. Man hat sich gut verstanden und man hatte natürlich auch die gleichen Interessen. Ne? Schnelle Fahrzeuge, finde ich gut. Zum Thema Greta. So, einmal im Briefkasten auf, bitte. Du musst da schon reinfallen. Danke. Sehr gut. So, wir hätten gerne einmal einen Feuerlöscher. Ein bisschen Grillkohle, wenn wir einmal hier sind. Für den Umbau benötigen wir neues Öl, neue Bremsflüssigkeit. Wir nehmen einen neuen Ölfilter mit. Wir wechseln einmal die Zündkerzen aus. Wir nehmen eine neue Batterie brauchen wir nicht. Die haben wir erst vor kurzem neu. Was ist das? Okay, wir sollen ein Lotto-Ticket kaufen. Wir nehmen mal hier so ein paar Zahlen raus. Nehmen wir hier noch die 2, die 16, die 28, 38, 13 und die 20 und die 24. Okay. Sollen wir nur eins nehmen? Bin mir nicht sicher. Na komm, wir nehmen nur eins. 12, 21, 8, 32, 40, 24 und so weiter. Ich nehme einfach mal ein paar wilde Zahlen. Okay, das Ticket nehmen wir natürlich mit. Ja, nix, thank you for visiting. Nix da. I'll be back. Wir haben ja noch ein paar Sachen da drin liegen, mein Freund. Adere, adere, sagt er jetzt bestimmt wieder. Ne? Okay. So, Moment. Ich schmeiß mal kurz die Sachen durch ihre Hauswand. Das geht einfach prinzipiell schneller. Ich weiß, das sehen sie nicht so gerne, aber was sollen wir denn machen, ne? Business, 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 keine Zeit. Dankeschön, einen schönen Tag noch. So, und Leute, ihr müsst mir bitte nochmal in die Kommentare reinschreiben, wie ich denn diesen verdammten Spieleautomaten klauen kann. Ich möchte den haben. Ich möchte reich sein. Ganz viel Geld möchte ich haben. So, ich meine, ich kann mir das Geld auch cheaten. Ich cheat ja momentan, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, die Kohle habe ich nicht erwirtschaftet oder so. Auch das ganze Geld für die Teile werde ich nicht jetzt gerade parat haben. Von daher möchte ich einfach gucken, dass wir das so hinkriegen. Oh, und rein ins Zimmer. Achso, Moment. Wir müssen ja noch tanken, lieber Herbert. Wie konntest du das vergessen? So. Wir müssen ja noch das böse Diesel tanken. Wir könnten sparen, aber das ist jetzt in dieser Situation echt uninteressant. Sind wir rechtzeitig da? Ich hätte echt gedacht, wir hätten irgendwie Zeitmanagement-Probleme, aber... Puh. Ist gut gegangen. Ich bin da auch froh drüber, dass das alles jetzt gerade so flüssig abläuft. Alles klappt, wir haben keine Probleme, wir haben keine Zeitprobleme. Der Brief ist raus, das heißt, die Bestellung ist auch raus. Wann die jetzt irgendwann mal fertig sind mit dieser Bestellung, weiß ich nicht. Aber ich denke, demnächst wird es soweit sein. So. Mein Aufnahmeprogramm hat gerade irgendwie nicht. Doch, das funktioniert, aber... Ja, ich weiß, was nicht funktioniert. Mein Timer war nicht mehr an. Gut.
Es gibt einen Trick. Einfach zumachen. Dann ist die Kappe übrigens wieder komplett drauf. Aber nicht festgedreht, ne? Hey, 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 ich muss noch bezahlen, ja? Du Piemel, wie soll ich denn jetzt bezahlen, hm? Kann ich denn bei dir im Pub bezahlen? Nee, ich will meinen Sprit bezahlen. Ja, komm. Gib uns einen Wodka-Shot. Ist okay, den trinke ich. Da ist er. Und rinn in den Kopf. Herrlich. So, einen Kaffee nehme ich auch noch. Wenn ich dir schon den Benzin klaue. Dankeschön. So, ich nehme noch einen Kaffee. Wir trinken uns jetzt wach. 17 Mark für ein paar Kippen. Läuft bei ihm. Dankeschön. So, macht gut. Ich wünsche dir was. Oh mein Gott. Oh. Der Gag ist, man steht immer noch sehr gerade. Und zum Beispiel, wenn er so ein bisschen schwankt und so, man läuft an der Tür vorbei. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nur eine optische Täuschung, mehr ist das nicht. So, es erschwert natürlich das Fahren oder so, aber ich finde, das erschwert das Fahren jetzt nicht in dem Ausmaße, dass, seht ihr, daran sieht man das, wo die Mitte ist. Ich könnte jetzt so festhalten die ganze Zeit. Das werde ich auch. Und somit werde ich nicht irgendwie von der Bahn abkommen oder sonstiges, weil ich konzentriere mich einfach auf diesen Lottoschein. Und das die ganze Zeit. Halt, falsche Richtung, glaube ich, oder? Nach Hause. Achso, wir sind in der Stadt. Ne, ist richtige Richtung. Ne, ist falsche Richtung. Hat sich erledigt. Also nur für die Leute, die gerne betrunken fahren möchten. Kleiner Trick am Rande. Einfach auf den Lottoschein gucken und ihr fahrt definitiv immer geradeaus. Nur der Lottoschein muss natürlich immer geradeaus gucken. Ne? Und am besten nicht so im Weg sein, aber ist alles ein bisschen holprig, der Weg, aber ich denke, den kriegen wir hin. Und dann fährt man plötzlich wie ein Gott. Funktioniert übrigens nur in diesem Spiel. Bitte nicht in Wirklichkeit nachmachen. Also jetzt nicht dir einen Lottoschein in die Hand nehmen, ungefähr die Fahrzeugmitte fixieren und dann gib ihm. Das funktioniert leider nicht. In Wirklichkeit drehen euch die Augen wirklich um und durch und alles. Was kann man hier eigentlich machen? Hier kann man auch nichts machen, ne? Ich denke mal, hier wird noch einiges kommen. Schön ist natürlich, wenn man betrunken ist, schaut man sich immer die ganze Umgebung an. Dazu hat man dann Zeit. Ist ja auch schön. So, was ich noch loswerden wollte, Thema Benzin und so weiter. Ich weiß nicht, ob diese Benzinpreiserhöhung im Gesamten etwas bewirken würde. Ich finde, man sollte einfach E-Autos für jeden zugänglich machen. Das heißt, Preise senken. Ich kann nicht verlangen, für ein Elektroauto deutlich mehr Geld zu verlangen, für ja, deutlich weniger Inhalt, nur um meine Kosten reinzukriegen. Die Kosten sind ja irgendwann gedeckt von diesem Fahrzeug. Und da müssten die einfach runtergehen von den Preisen. Aber das machen die natürlich nicht. Die senken die Preise erstmal nicht. Und das ist immer so, ich hätte schon gerne einen Tesla? Würde ich nehmen. Ich würde mein Muster morgen tauschen gegen den Tesla. 1:1. Sofort. Wohl neu. Oder 15.000 Kilometer wie mein Muster. Dann würde ich das machen. Ich brauche nicht diese Leistung oder so. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Fuck. Wenn man so viel mullt, wisst ihr, dann passiert sowas. Zum Glück waren wir angeschnallt. Ach du Scheiße, hier kommen wir nie im Leben wieder raus. Aber sowas von nie im Leben. Oh, fick dich, wirklich.
Gut, M. Nein, H. J. J war's. Achso, ich gehe einfach durch das Fahrzeug durch. Das ist natürlich suboptimal. Aber mal ein bisschen schieben hier. So. So. Haben wir noch alles? Das Lotto-Ticket ist da. Gut. Okay. Ich komme nicht ins Auto. Ich bin, glaube ich, zu betrunken, um da rein zu hüpfen. Oder steh irgendwo anders. Das ist so. Okay. Wir sind drin. Halleluja. Mann, 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 Leute, ich sag's euch. Ha! Wir sitzen gerade. Herrlich. So. Es gibt wirklich Orte in My Summer Car, wo man nicht reinfallen darf, Leute. Dieser hier zählt dazu. Ohne Spaß, fallt hier nicht rein. Was ist denn jetzt dein Scheißproblem aus? Ach, wir stehen ja auch noch immer total schräg hier. Okay, ich habe ihn tatsächlich vorwärts bekommen. Das hätte ich im Leben erstmal nicht erwartet. Ich dachte, ich bewege den Wagen hier ohne Probleme. Auch gut, oder? So. Nochmal quer gestellt. Kaver. Na komm, Türe zu, Affe tot. So. Okay. Affenwitze sind scheiße momentan, tut mir leid. Nein, 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 nein. So, genau, so. Und jetzt rückwärts. Wie zur Hölle sind wir hier reingekommen, Leute? Haben wir Heck- oder Frontantrieb? Ich bin total verzweifelt gerade. Ich komme rückwärts ohne Probleme. Ja, weil es auch bergab geht, ne? Raffiniert. Aber vorwärts ist nichts mehr. Keine Chance. Nein! Ich komme da nicht hoch. Verfickte Scheiße hier. Mann! Wie sieht's da vorne aus? Da ist ein Abgrund, ne? Ja. Da kann ich natürlich hinfahren. Logisch, ne?
Ich möchte hier nicht hängen bleiben. Niemals. Wow, Leute. Sehr schwere Angelegenheit hier. Natürlich komme ich jetzt wieder nicht dadurch. Gerade eben kam ich aber ohne Probleme durch. Ganz lustig. Nein, 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 nein. Wir rutschen hier gleich wieder komplett runter. Das bringt uns nichts. Mein Gott, wir sind oben. Nein, noch nicht ganz. Halleluja. Mein Gott, Leute, ich sag's euch. Boah, nie wieder Alkohol am Steuer. Unfassbar. So, Handbremse ziehen, Lottoschein holen. Okay, der ist sicher. Hier scheint irgendwie alles im Wagen sicher zu sein. Ich habe nur das Gefühl, dass in My Summer Car nicht sicher ist. Fuck, echt. Also... Nahtoderfahrung schlechthin. Nie wieder. Ich würde aber sagen, Leute, wir sehen uns definitiv erst wieder im nächsten Part. Dann geht's weiter hier mit dem Let's Play My Summer Car. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir hören uns wieder. Bis dahin, Leute, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.